Gebt euch selbst mal einen Applaus. Noch ein paar organisatorische Dinge. Wir haben in diesem Teil noch relativ viel Platz. Da hinten werden wir jetzt ein Gitter aufstellen und die Fläche noch ein bisschen zumachen, dass da beim Stadthaus und bei dem Polizeifahrzeug einfach ein bisschen Platz ist, dass Passanten auch gut durchgehen können. Also versucht euch noch mal ein bisschen auch in diese Richtung zu verlagern. Wir haben hier vorne auch noch Platz, Lasten- oder Presseplatz. Und dass dann halt hinten im Schatten am ehesten die stehen, die Sonne nicht vertragen, also für mich aus kleine Kinder, ältere Leute. Und dass wir dort einfach noch ein bisschen das Ganze in die andere Richtung verlagern. Wir werden in, denke ich mal, 20 Minuten mit der Hauptkundgebung anfangen, ja, 15 Minuten. Aber nur, dass ihr jetzt schon mal so ungefähr wisst, wo ist die Fläche. Ich habe jetzt mal gesagt, ich lasse meine Demo weiterlaufen, damit hier kein rechtsfreier Zustand im Sinne des Versammlungsrechts oder auch nicht entsteht. Und wir werden dann nachher direkt übergehen. Also geht einfach nochmal so ein bisschen in die Richtung, dass da hinten mehr Platz ist. Wir haben auf dem Münsterplatz nur ein bisschen Fläche. Und ansonsten wisst ihr ja, wie es läuft, die neu zugekommen sind. Es gilt nach wie vor 1,5 Meter Abstand, außer ihr habt minderjährige Kinder bei euch. Es ist also nicht relevant, ob ihr in einem gemeinsamen Hausstand lebt. Macht da bitte mit. Wir wissen alle, dass wir das zwar insgesamt nicht gut finden, aber für die 2,5 Stunden halten wir das alle mal durch. Also bitte auch Pärchen. Und tut mir den Gefallen, folgt den Anweisungen der Ordner, macht da mit und geht bitte nicht nach Hause, nur weil man euch das sagt. Weil man euch sagt, bitte Abstand halten. Das ist genau das, was der Staat, gegen den wir hier demonstrieren, möchte. Und daher bitte haltet euch an meine Anweisungen, an die von Marc und an die der Ordner. Die Ordner habe ich alle vorhin schon eingewiesen, die machen das nicht zum ersten Mal, die wissen genau, was zu tun ist. Das heißt, unsere Ordnerteams, ihr kennt ja den gelben Westen und an weißen Ordnerbinden, sind alle sehr gut instruiert und bitte hier den Anweisungen Folge leisten. Und dann einfach diese Abstände einhalten. Der Münsterplatz ist groß genug. So, das mal zu einer kurzen Einweisung. Ich denke, in 10 Minuten können wir mal mit der Hauptkundgebung dann fast anfangen, die Auflagen zu verlesen, dass wir pünktlich um 15.30 Uhr dann starten können. Dann werde ich meine Versammlung beenden und der Marc wird seine eröffnen. Dein Bescheid hast du bei dir? Gut. So, wir machen noch einen ganz kurzen Soundcheck. Vielleicht sollte ich mich von dem anderen Mikro fernhalten. Das würde helfen. Wir haben Zeit, Jürgen, wir haben Zeit. Er testet gerade noch. Jürgen, sollen wir schon mal anfangen und du machst dann parallel den Soundcheck? Okay, gut. Also, hallo Ulm nochmal. Und vor allem auch hallo an unsere Freunde von der Neu-Ulmer Seite, von der bayerischen Seite aus dem sogenannten Freistaat Bayern. Wer kommt denn aus Bayern von euch? Mal ganz kurz die Hände. Okay, sind einige. Also, wir hatten jetzt einen Demozug. Den würde ich gleich für beendet erklären.
Und dann können wir direkt in die andere Demo übergehen. Der Hintergrund, warum ich das jetzt noch habe so lange aufrechterhalten, ist einfach der, dass ich nicht wollte, dass es einen Zustand gibt von 15 oder 20, 30 Minuten, wo das Versammlungsrecht nicht gilt. Ich habe das gerade schon gesagt. Weil es wäre rechtlich doch geradezu bizarr, wenn ich einen Demozug von 2 Stunden habe, dann habe ich 20 Minuten Pause, wo die allgemeinen Regeln gelten, und dann gelten wieder die speziellen. Das ist jetzt was ich einfach mal von meiner Seite mal vorgetragen habe und auch versucht habe, an die Stadt Ulm ranzubringen. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht, weil wenn, dann muss man das einheitlich machen. Gut, ich habe die Uhr läuten gehört. Ich würde jetzt meinen Demozug für beendet erklären und übergebe das Wort an den Marc. Eingeschaltet? Einschalten. Hallo, hallo? Ja, geht doch. Sehr schön. Somit tue ich dann die Versammlung, die Hauptkundgebung um 15.30 Uhr hiermit eröffnen. Und da ich jetzt Versammlungsleiter bin, weise ich auch noch mal darauf hin, auf die Mindestabstände. Wir haben da drüben noch ein bisschen Platz, zieht das alles noch mal ein bisschen auseinander, auch an die Ordner, bitte durchgehen und das noch mal sagen. Und ansonsten freue ich mich. Der Münsterplatz war so voll, der absolute Wahnsinn. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, da standen wir auf einer improvisierten Bühne. Ich weiß nicht, die Ulmer, die damals hier waren, die wissen das wahrscheinlich noch. Und ja, jetzt ist der Münsterplatz so voll. Absolut geil. Wir machen nachher auch Bilder von Münster. Da werden richtig, richtig geile Bilder entstehen. Ich danke euch schon mal, dass ihr alle hier sind. Vielen Dank. So, first things first. Ich würde jetzt mal von Marc als sein Anwalt die Auflagen soweit verlesen, soweit sie für euch aktuell von Bedeutung sind. Wir haben das vorher schon durchgesprochen, die noch nicht da waren. Das Wichtigste, auch hier wieder 1,5 Meter Abstand zwischen allen Personen, die kein minderjähriges Kind bei sich haben. Das heißt, auch wenn ihr Paare seid, auch wenn ihr ein gemeinsames Bett teilt, das reicht nach dem aktuellen Versammlungsrecht nicht aus. Das heißt, bitte haltet euch die nächsten 2,5 Stunden daran. Das ist auch meine Meinung zu dem Thema. Nichtsdestotrotz muss ich als Anwalt des Versammlungsleiters euch darauf hinweisen, die Ordner sind insoweit auch instruiert, das einzuhalten. Daher bitte diesbezüglich keine Diskussionen, der Platz ist groß genug, wir hätten auch noch Erweiterungsfläche, vor allem dort ist noch Platz. Die Ordner gehen soweit nötig durch. Wir schauen auch uns das immer von oben an, es sieht von der Bühne manchmal anders aus, wenn man ein Bild von Münster hat, sieht man, dass es eigentlich genug Platz ist. Aber da bitte einfach keine Diskussionen anfangen und bitte geht auch nicht, weil wir die Auflage durchgeben. Diese Auflage dient dazu, Marc und mich juristisch zu schützen, damit wir nicht vom deutschen Staat angeschossen werden. Und deswegen, wenn dann jemand geht, dann spielt er einfach dem Staat in die Hände. Und deswegen bitte ich euch, haltet den Abstand ein, verlasst deswegen auch nicht die Versammlungsfläche, weil ihr protestiert damit gegen uns und nicht gegen den Staat. So. Also jeder, der kein minderjähriges Kind bei sich hat, bitte haltet untereinander diese Abstände ein. Vor allem in der Richtung Stadthaus. Ich weiß, da ist schön Schatten. Immer da auch gucken, dass Abstand gehalten wird. Ihr verhindert dann auch, dass unsere Ordner regelmäßig durchgehen müssen. Und das wäre mir eigentlich persönlich am liebsten. Gut, das haben wir. Covid-19 erkrankte Personen sowie infizierte Personen sind ausgeschlossen. Dagegen bin ich jetzt rechtlich noch nicht vorgegangen, habe ich auch nicht geplant. Also wer einen positiven PCR-Test hat, bitte nicht auf der Versammlungsfläche. Das würde nämlich möglicherweise auch dazu führen, dass ihr mehrere Leute in Zwangsquarantäne schickt und dass ich dann recht viele Prozesse führen muss. Und da habe ich momentan relativ wenig Bock drauf. Gut, was haben wir noch? Reden, Transparente und so weiter, Fahnen. Ich habe hier nichts Illegales gesehen. Wenn ich was Illegales sehe, dann werde ich darauf hinweisen. Aber das war bisher nicht so, das wird auch heute so bleiben. Wenn ihr irgendwas wahrnehmt, kommuniziert mit den Ordnern, kommuniziert notfalls auch mit der Polizei. Und zur Not kommt auch bitte zur Bühne, wenn ihr irgendwas feststellt. Manchmal können es Provokateure sein. Wenn jemand vermummt ist, also nicht nur Mund-Nase-Bedeckung, sondern richtig vermummt, das wäre eine Straftat. Das steht jetzt hier zwar nicht drin, aber da weise ich drauf hin. Und falls es Provokateure geben sollte, die ich in Ulm bisher noch nicht gesehen habe,
bitte dann einfach die Leute zu stellen, aber mit einem Abstand. Guckt, dass einfach dann klar ist, es sind im Zweifel Zeugen da. Ich nur sage das nur zur Vorsicht, bisher hat man da noch nie ein Problem, aber es gab schon Demos, wo es solche Situationen gab und das möchte ich in Ulm vermeiden. Gut, was haben wir noch? Das waren eigentlich die wichtigen Angelegenheiten. Ja, ansonsten, wir kennen das ja, wir machen das jetzt seit dem 9. Mai und dann darf ich dir das Mikrofon wieder übergeben, beziehungsweise das Wort. Ja, danke schön. Auch mal kurz zu einem kleinen Punkt. Wir haben die Veranstaltung und das ging vor allem auch von dem Team, was im Hintergrund steht, aus. Miteinander sprechen statt übereinander urteilen, weil für mich persönlich, da haben wir jetzt schon seit Monaten ein riesiges Problem in dieser Gesellschaft. Wir zeigen immer mit dem Finger auf den und auf sie und auf sie und belegen uns mit Etiketten, aber es wird endlich mal Zeit, dass wir wieder miteinander sprechen. Und diese Bühne heute und auch generell ist für mich persönlich genau die Sache, dass wir auch dafür stehen, dass wir endlich mal wieder miteinander sprechen und einander zuhören. Nicht einfach immer egoistisch sagen, das ist meine Meinung, ich beharre auf meine Meinung, sondern dem Gegenüber einfach mal zuhören. Weil ich glaube, dann wäre in dieser Gesellschaft und in dieser Welt einiges viel, viel, viel einfacher. Deshalb bitte ich auch jeden, ich weiß, viele von euch wissen das schon, die hier stehen, aber auch jeder, der jetzt hier um den Platz rumsteht und vielleicht stehen bleibt und sich das hier anhört, was wir heute machen, wir wollen mit euch sprechen. Es ist hier kein Gegeneinander. Wir wollen miteinander agieren, wir wollen mit euch sprechen. Also bleibt hier doch einfach mal 5 bis 10 Minuten stehen, hört euch das Ganze hier an. Wir stehen für alle Menschen hier. Danke. Ja, sehr gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wer gestern den Livestream aus Landshut verfolgt hat. Vielleicht mal kurz die Hände hoch. Ganz kurze Thematik zu dem, was Marc gerade gesagt hat. Wir hatten gestern in Landshut diverse Demos, die von der Landshuter Polizei wirklich stümperhaft, anders kann man das als Anwalt nicht ausdrücken, aufgelöst wurden, wo Straftaten begangen wurden durch die Polizei, wo ich auch morgen eine Strafanzeige gegen den Einsatzleiter stellen werde, und zwar wegen Nötigung. Und wegen Störung einer rechtmäßigen Versammlung. Und da bin ich mal gespannt, was die Staatsanwaltschaft sich einfallen lässt. Ich kann euch aber sagen, warum diese Spontanversammlung von mir, die ich ausgerufen habe, weil der Einsatzleiter, dessen Namen ich gerade vergessen hat, gesagt hat, zu der Dame, die in Gewahrsam genommen wird, wenn Sie jetzt nicht aufhören, die Dame hat eine Spontanversammlung angezeigt und die juristisch richtige Art und Weise wäre, man prüft den Grund, man schaut, ist es eine Ersatzveranstaltung oder was auch immer. Das wurde nicht gemacht, der Einsatzleiter kam direkt her, also Sie können jetzt freiwillig gehen. Also ich möchte sie nicht zwingen, aber wenn doch, dann werde ich das hier mit Gewalt räumen. Und das verstehe ich als Rechtsanwalt als Nötigung und ein Laie versteht es noch viel mehr als Nötigung. Und deswegen habe ich diese Demo, ich möchte jetzt nicht ausufern reden, um 21 Uhr dann angezeigt. Die ging dann ungefähr bis 21.38 Uhr. Und der Grund, warum die aufgelöst wurde, nach meiner Überzeugung, war der, dass wir mit der Gegendemo von der Antifa ins Gespräch gekommen sind, dass einer von der Antifa mit mir gesprochen hat, dass wir einen offenen Diskurs hatten und das hat der Polizei offenbar den Rest gegeben, das wollten die meines Erachtens unterbinden und wir hatten einen offenen Diskurs zwischen unserer Demo und zwischen unserer Gegendemo. Und das ist das, was ich seit Monaten anspreche und was ich haben möchte. Und wenn dann ein Einsatzleiter diese Demo rechtswidrig auflöst, dann habe ich damit als Rechtsanwalt ein großes Problem und deswegen werde ich am Montagmorgen Strafanzeige erstatten, weil einfach dieser Diskurs, der rechtmäßig ist, nicht unterbunden werden darf. An sich sollte man froh sein, wenn sich Antifa mit uns unterhält und nicht das unterbindet. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob die Raffaela schon da ist. Die hat auch die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Ja, vielleicht noch mal kurz zur Polizei. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemanden über einen Kamm schere. Falls es doch mal falsch ausgedrückt wird, entschuldige ich mich immer sofort dafür. Die Polizei in Ulm, ich habe es vorher schon erwähnt, hat das perfekt hier gemanagt. Genau so muss es laufen. Das weiß ich erstmal als Jurist und das weiß ich auch, weil in unseren Reihen doch der ein oder andere Polizeibeamte mitläuft.
während uns die Polizei in München mit einer großen Menschenmenge durch einen Tunnel schicken wollte, obwohl ich gesagt habe, Love Parade, klingelt da was? Ja? Deswegen wurde der Demozug nämlich in Wahrheit gestoppt. Die hatten Angst, dass sie diese 2000, 3000 Menschen durch einen Tunnel schicken, der eng und dunkel ist. Also so eng ist er nicht, aber er ist sehr dunkel, wer den kennt. Und da muss ich mich dann manchmal als Jurist schon fragen, wie oft ich den Satz noch hören muss von Teilen der deutschen Polizei, Sie können es ja im Nachgang prüfen, ich schicke keine Menschen einer großen Versammlung, für die ich verantwortlich bin, durch einen Tunnel, nur weil die Stadt München mir das vorschreiben möchte und die Polizei München. Da muss man einfach mal fragen, wo ist die Rechtsstaatlichkeit, vor allem in Bayern? Und da müssen wir uns mal ganz genau überlegen. Teile unserer Exekutive inzwischen handeln. Gut, aber ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wenn wir die Raffaela noch nicht haben, ist der Bernd schon da? Sonst muss ich jetzt hier spontan eine Stunde, eine halbe Stunde also, sagen. Also ich hätte noch einen Punkt. Ich bin ja, ich nenne es jetzt mal Markus rechte Hand. Und um bei Markus durchzukommen, ist ja aktuell relativ schwer, telefonisch, Telegram und so weiter. Deshalb kommen viele Sachen auch an mich. Und ich habe gestern Abend, bevor jetzt die Demo heute war, habe ich versucht, ein bisschen runterzukommen, einfach ein bisschen Energie noch zu tanken, dass ich heute hier ready bin. Und dann lag ich mit zwei Freunden an der Donau und ja, ich habe eine SMS bekommen, weil die scheinbar zu Markus nicht direkt durchkam. Und ja, die würde ich gern einmal vorlesen. Hallo Marc, kann ich über dich irgendwie heute noch mit Markus Heinz in Kontakt kommen? Absoluter Notfall. Ich weiß, es ist Samstag, aber die Mutter meiner Freundin liegt gerade im Sterben in einem Hospiz. Sie weint gerade bitterlich und hat Todesangst. Man will die Familie nicht zuerlassen wegen Corona. Bitte, vielleicht kann Markus mit einem kurzen Anruf im Hospiz helfen. Wir haben aber nicht mehr lange Zeit. Vermutlich geht es die nächsten Stunden zu Ende. Das ist eine menschliche Tragödie. Bitte, bitte helft uns. Und ja, wie gesagt, ich wollte gestern eigentlich ein bisschen relaxen, aber als ich dann sowas gelesen habe, da dachte ich mir, also es hat mir das Herz zerrissen. Und da denke ich mir immer, man sollte doch zusammenhalten, aber dann lässt man wirklich zu einer Frau, die kurz vorm Sterben ist, lässt die Familie nicht zu ihr. Und ja, das ist dann auch zu Markus durchgekommen. Ja, und zwar auf verschiedensten Wegen, also es kamen ungefähr 5 oder 10 Leute, die meine Telefonnummer dann doch hatten. Es wurde dann von einem Kollegen von mir, Friedemann Deblitz, der hat es dann gemacht. Friederike hat es vermittelt. Aber weil man uns immer fragt und weil auch der Herr Oberbürgermeister Zisch heute nicht da ist, obwohl er eingeladen wurde. Herr Oberbürgermeister, Sie mögen keine Einschränkungen haben. Ich mag auch relativ wenige Einschränkungen haben, ja. Aber es gibt Menschen in diesem Land, die müssen einsam sterben. Ich habe momentan nicht das richtige T-Shirt an, aber ich werde es mir nachher noch anziehen. Und das ist die Paralleljustiz, die ich schon am 1. Mai in meinem offenen Brief angesprochen habe. Und wenn dann der Oberbürgermeister dieser Stadt sagt, es gibt nichts zu diskutieren und er wüsste nicht, worüber wir hier sprechen, ich werde Ihnen heute, und Sie werden das mit Sicherheit mitkriegen, noch das ein oder andere Thema geben, worüber wir sprechen müssen. Und dass Menschen alleine in Pflegeheimen und Hospizen verrecken müssen, dass man ihre Verwandten, das ist kein Grund zum Klatschen, was ich sage, das ist ein Grund zum Buhen, für die dafür verantwortlich sind. Wenn man die einsam verrecken lässt und wenn das die Folgen dieser Politik sind, dann sollten wir darüber reden. Artikel 1 Grundgesetz, Satz 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist ein massiver... Es ist ein massiver Verstoß gegen die Menschenwürde und es ist nicht der erste Anruf dieser Art, der mich erlangt hat. Ich habe schon öfters nachts irgendwann rufen mich Menschen an. Ich darf nicht zu meinem Sterben liegenden Verwandten, die lassen mich nicht rein wegen Corona. Das ist verwerflich. Und die, die das verantworten, das sind in meinen Augen Verbrecher. Und das gilt auch einfach, nehmt es alle mal mit, die mich immer fragen, wogegen protestiert ihr denn? Hier ein bisschen Maske, dies und das. Redet mal mit einer Mutter, die im Kreißsaal eine Maske tragen musste, als sie ein Kind gekriegt hat. Redet einfach mal mit solchen Leuten. Ja? Natürlich, die meisten Menschen überleben das, wenn sie mal 10, 15 Minuten eine Maske tragen müssen. Aber andere müssen das den ganzen Tag. Das heißt, das ist eines dieser Themen.
dass unsere Wirtschaft zerstört wird, dass unser Mittelstand zerstört wird, zugunsten von Großkonzernen, von Oligarchen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand in dieser Menge gibt, der es gut findet, dass in dieser Krise, die politisch geschaffen wurde, die Reichsten der Reichen immer reicher werden, andere Menschen verarmen, 135 Millionen Menschen mehr auf der Welt hungern und der Mittelstand vor die Hunde geht. Wer das gut findet, soll bitte mal die Hand heben. Ich gehe nicht davon aus, dass es irgendjemand außer eben dieser Oligarchen und ihrer Helfershelfer gefällt. Und der Begriff Oligarchie, der wird in Amerika schon lange von führenden Politikwissenschaftlern verwandt. Nicht erst seit gestern, das ist schon Jahre her. Und in die gleiche Richtung gehen wir in Deutschland auch. Die Reichen werden immer reicher. Wir haben eine Vermögensumverteilung von unten nach oben. Und da frage ich mich auch hier an den Herrn Martin Rivoire gerichtet, Landtagsabgeordneter, an den Oberbürgermeister gerichtet. Wie stehen Sie da dazu? Und an die Antifa, die wir hier ja in dem Sinne nicht haben. Ja, wir unterhalten uns schon seit langer, langer Zeit konstruktiv. Dieses hier, das Kollektiv 26, ich habe mit dem Nathan schon so oft mich unterhalten, wir sind nicht in allem einer Meinung, aber wir sind uns dahingehend einig, dass wir uns nicht bekämpfen und dass wir miteinander reden. Und das sollte überall in Deutschland so sein. Ja, meine Kollegin ist da. Sehr schön. Dann habe ich die Zeit doch jetzt gut überbrückt. Dann würde ich vorstellen, Rechtsanwältin Raffaela Dichte. Aus Passau. Hallo. Du hast in München letzten Samstag auch die eine oder andere Erfahrung gemacht. Erzähl doch mal, was dir da aus deiner Sicht passiert ist. Ich war eben mit zwei Bussen aus Passau in München und wir wollten auf die Theresienwiese gehen. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass wir rechts abgebogen sind. Ein bisschen näher. Näher? Okay. Ich habe nicht so viel Bühnenerfahrung. Kommt noch. Auf jeden Fall war dann überall, also vor uns, hinter uns, rechts und links Antifa und wir waren ja eine Gruppe von 30, 40 Leuten und ich hatte schon richtig Angst und dann ging es eigentlich rasend schnell, dass einer von der Antifa auf mich losging und mir halt erst mit der Handkante hier gegen den Hals schlug und halt dann hat auch noch einen Kratzer im Gesicht, also und ich habe mich dann gewehrt und habe eben dann sofort die Polizei, die eben auch schon anwesend war, angesprochen, dass sie doch bitte den Vorfall aufnehmen und auch die Zeugen aufnehmen. Und daraufhin meinte dann der Polizeibeamte, dass ich denn jetzt mitkommen müsse. Ich meinte dann eben, dass ich jetzt auf die Theresienwiese will und dass ich weiß, dass ich Rechtsanwältin bin und eben weiß, dass ich 3 Monate Zeit habe, einen Strafantrag zu stellen gegen diesen Antifa-Burschen. Und dann daraufhin war das Gespräch dann beendet und wir gingen halt so weiter. Und etwa 4 Minuten später weiß ich nur noch, wie ich am Boden gelegen bin. 4 Polizisten auf mir drauf, Handschellen am Rücken. Ja, genau. Ja, und das, was mich aber am meisten irgendwie an der Geschichte verdutzt, ist, dass mir weder eröffnet wurde, was ich denn getan habe, noch sonst wie irgendwie angesprochen wurde. Und das Allerschlimmste war dann, dass ich in so einem Gefangenentransport dann abgeführt wurde mit Handschellen hinterm Rücken, weil ich bin ja so gefährlich und stark, aber gut. Und dann haben sie mir den Antifa-Typen, der mich eben vorher angegriffen hat, mit zu mir in den Transporter gesetzt, und zwar ohne Handschellen. Ja, genau. Und dann war ich da eben 4 Stunden. Und Gott sei Dank ist eine junge Dame, meine persönliche Heldin, dann auf die Bühne von Querdenken gegangen und der Markus und sein Team haben mir dann die Anwälte geschickt, Gott sei Dank, weil ich war selber, auch wenn ich Rechtsanwältin bin, aber man ist da so fertig einfach. Genau. Also danke nochmal. Ja, und ich muss sagen, das war für mich persönlich innerlich so, das, wo ich gesagt habe, okay, viele meiner Freunde haben mir geraten, okay, du gehst jetzt nicht mehr auf Demos, du machst jetzt nichts mehr und so weiter, du siehst ja jetzt, du wirst nicht geschützt. Aber für mich ist es jetzt so, mein Herz brennt und ich will, dass das jeder weiß und jeder... Und jetzt geht es erst richtig weiter. Weil sowas kann und will ich mir nicht gefallen lassen und sowas möchte ich auch, dass niemand anderen passiert. Ich kann noch ein paar Ausführungen dazu machen, oder? Ja. Wenn du möchtest. War das die Mikro, gell?
Ja, ich habe immer Mikro. Jetzt geht's los, ja, so kann man es auch sagen. Also es ist natürlich in dieser ganzen Geschichte nicht der erste Rechtsanwalt, aber die erste Rechtsanwältin, die festgenommen wurde. Eine wurde vor 4-5 Monaten in die Psychiatrie gesperrt, den Fall kennen wir auch. Ich wurde schon rechtswidrig in Gewahrsam genommen, darüber hat die Presse natürlich dann, oder Teile der Presse, um mich korrekt zu formulieren insgesamt, und SW, also Südwestpresse, nicht berichtet. Da wird einfach nur gesagt, der Herr Heinz wurde in Gewahrsam genommen. Was ist denn genau passiert in Berlin? Also einmal wurde ich als Veranstaltungsanwalt von der Bühne getragen, was ich nicht nachvollziehen kann. Offenbar wollte man, also 1.8. war das jetzt, mir und uns einfach das Mikro wegnehmen. Aber diese Bilder, die dann rumgingen und die es auch nach Österreich geschafft haben und andere Länder, da bin ich davor, das war gegen 20 Uhr, zum Einsatzleiter, als die Berliner Polizei immer mehr eskaliert hat. Da bin ich zum Einsatzleiter und gesagt, also Sie haben das hier nicht im Griff, das Einzige, was Sie machen, ist eskalieren, statt zu eskalieren. Und dann gehe ich jetzt nach vorne und bitte die Menschen nach Hause zu gehen. War abgesprochen, habe mir ein Megafon genommen, habe mich so ein bisschen auf die Brüstung gestellt, habe den Leuten gesagt, also ich habe den Wortlaut nicht mehr ganz drauf, aber sinngemäß, da die Polizei jetzt hier leider immer mehr eskaliert, würde ich jetzt euch bitten, nach Hause zu gehen. Und als ich den Satz und noch einen Halbsatz weiter ausgesprochen habe, wurde ich dann erstmal mitgenommen. So, das hat dann 25 Minuten gedauert, bis der Dirk Sattelmeier und weitere Kollegen von mir das diskutiert haben. Ich habe immer wieder gefragt, was wird mir vorgeworfen? Mir wurde nichts gesagt. Letztlich war es, ich habe ein Mikro in der Hand gehabt, ein Megafon, das ist das, was überall momentan passiert. Und dann kam aber danach irgendwann der Einsatzleiter zu mir her, sagt, es war ein Missverständnis. Also wir würden Sie jetzt sinngemäß nochmal bitten, das den Leuten zu sagen, bitten Sie sie doch nach Hause zu gehen. Und ich sage, ja passt, die Sache ist für mich erledigt, ich habe auch keine rechtlichen Schritte eingeleitet. Und dann bin ich wieder nach vorne, habe den Leuten wieder gesagt, bitte geht nach Hause. Ich habe das vorher nochmal allen Polizeibeamten gesagt, also bitte nehmt mich nicht wieder in Gewahrsam, ich möchte jetzt die Menschen nach Hause schicken. Das hat dann auch funktioniert. Als das dann erfolgt ist, bin ich weiter durch die Menge, nochmal 200 Meter weiter, habe es da auch durchgesagt. Und als ich dort die Menschen gebeten habe, nach Hause zu gehen, genauso wie gestern in Landshut, eine Minute später wurde wieder eine Frau abgeführt. Und das ist von diesen beiden Polizeieinheiten einfach nur ganz gezielte Eskalation. Dafür habe ich keinerlei Verständnis. Und ich habe auch keinerlei Verständnis, dass es immer mit Gewalt gegen Frauen geht und dass 5 oder 6 ausgewachsene Männer sich auf eine Frau stürzen. Ich wüsste nicht, wie das rechtfertigt ist. So. So viel gehört einfach zur Wahrheit dazu. Was ich auch nicht verstehen kann, aber was Dirk Sattelmeier nicht verstehen kann oder ein anderer renommierter Strafverteidiger David Mühlberger aus München, dass man Täter und Opfer, egal wer jetzt was ist, zusammen in einen Bus setzt, das habe ich noch nie gehört. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das von der Polizei noch nie jemand gehört hat. Und dass die Frau Handschellen anhat und der Mann nicht, dazu brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Gut, aber wir werden das rechtlich klären. Und wenn du noch einen kurzen Halbsatz dazu zu sagen hast, kannst du es gerne tun. Ansonsten werden wir gucken, wie wir mit dem Programm weitermachen. Ich freue mich jedenfalls, dass du den Weg zu uns gefunden hast, dass du dich auch traust, weil was für uns wichtig ist, ist, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Und das ist auch wirklich mein Appell an die Männer in diesem Land. Steht bei derartigen Dingen nicht zu. Wir können nicht zulassen, wie rechtswidrig auf Versammlungen von uns so mit Frauen umgegangen wird, mit Menschen, die Kinder auf den Schultern haben, mit Schwangeren. Das ist in keinem Staat dieser Welt rechtmäßig und schon gar nicht in Deutschland. Und da muss man seine Stimme erheben und da muss man zur Not auch friedlich dazwischen gehen. Und vor allem muss es gefilmt werden, es muss dokumentiert werden und es muss in den Fällen, wo es einfach rechtlich so gemacht werden muss, auch zur Strafanzeige gebracht werden. Gut, so viel dazu. Dann haben wir als nächstes den Bernd Beierlein, wenn er schon da ist. Ich mache jetzt heute einfach mal ein bisschen den Moderator. Dankeschön, einen großen Applaus. Es erfordert unheimlich viel Mut, nach derartigen brutalen Vorgehen sich eine Woche später wieder auf eine Bühne zu stellen. Aber wir beschützen unsere Teilnehmer auch, dass sowas nie wieder passiert. Und auch noch ein ganz letzter Appell. Ich habe 165.000 Berufskolleginnen und Berufskollegen. Wenn ihr euren Anwalt kennt, wenn vielleicht Anwälte unter uns seid, es ist 11:55 für diesen Berufsstand. Es gibt keinerlei Rechtfertigung, dass auf diversen Demos Rechtsanwälte rechtswidrig abgeführt werden. Und zwar dann, wenn sie deeskalieren, wenn sie nur auf eine Demo wollen.
Das hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Und da bitte ich doch mal meine Berufskollegen, endlich mal ihren Job ernst zu nehmen, den Leuten zu sagen, hier nehme ich zumindest Mandate an. Ihr müsst nicht auf die Straße gehen, aber ihr müsst euren Job machen. Also, der Bernd ist leider noch nicht da, wir haben den Karl da, aber bevor der Karl hochkommt, habe ich noch 2 Minuten ganz kurz was, und zwar zum Thema Zusammenhalt. Wir haben jetzt gerade eben von dem Kaffeebrot, was da rechts von mir ist, die haben gesagt, es ist ja unfassbar warm, hier sind unfassbar viele Leute, wenn ihr durstig werdet, dann kommt zu uns, ihr kriegt Leitungswasser umsonst. Und da muss ich auch mal sagen, ich ziehe absolut meinen Hut davor, dass das passiert, weil ich habe es selber lange in der Gastro geschafft und ich muss auch sagen, was teilweise in der Gastro abläuft, ist eine absolute Frechheit, wie wir als Gäste behandelt werden, weil wir das Geld bei Cafés, Restaurants und so weiter da lassen und wir werden teilweise wie der allerletzte Dreck behandelt und da muss ich wirklich einfach mein riesiges Dankeschön an das Kaffeebrot da lassen. Solche Leute gehören wirklich unterstützt. Schaut da nachher doch mal vorbei und lasst vielleicht auch ein kleines Trinkgeld da. Die freuen sich mit Sicherheit. So, dann würde ich das Mikro und das Wort übergeben an Karl Hilz. Ihr dürft euch selber vorstellen und Bernd Beierlein, die meisten von euch kennen die beiden Herren schon. Aktive und ehemalige Polizeibeamten in Bayern. Danke, Markus. Ich bedanke mich auch für die Einladung zu euch nach Ulm. Ich stelle mich, wie immer und aus gutem Grund, vor. Mein Name ist Karl Hilz. Ich war 43 Jahre bei der Polizei in Bayern und dort im Polizeipräsidium München. Bin seit 2018 in Pension und jetzt EPHK AD, also nur außer Dienst. Was also heißt, dass ich mich meinem Schwur, den ich vor über 43 Jahren geleistet habe, nach wie vor verpflichtet fühle und ich lese ihn auch zur Erinnerung an alle Beamten und auch Polizeibeamten in Baden-Württemberg gerne wieder vor, denn so ähnlich, nur mit der hiesigen Verfassung wohl, wird auch dieser Schwur gewesen sein. Er lautete: Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe. Und dieser Schwur heißt, dass man die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen muss und erhalten muss für den Souverän. Und der Souverän ist das Volk. Das Volk bezahlte meinen Gehalt und zahlt jetzt meine Pension. Und deshalb stehe ich hier. Ich kämpfe nach wie vor für die Erhaltung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie sie in unserem geltenden Grundgesetz vorgesehen ist, und hatte nie gedacht, dass ich mal auf die Straße und auf die Bühne und zum Reden kommen muss, weil das von oben angegriffen wird. In Bayern offenbar noch bedeutend härter als bei euch in Baden-Württemberg, aber in der ganzen Bundesrepublik wird die Würde der Menschen nicht mehr beachtet. Und das ist oberstes Staatsziel in unserem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist als oberstes Staatsziel von allen in diesem Staat beschäftigten Politikern, die ein Amt übernommen haben, und Beamten als oberstes Staatsziel zu erhalten und darf aus keinem Grund eingeschränkt werden, weder durch andere Grundrechte noch durch irgendwelche Gesetze.
und alle Politiker, die die Würde unserer Menschen hier mit ihren Verordnungen so stark einschränken, wie es zuerst schon erzählt worden ist mit dem Besuch im Krankenhaus, aber eben auch Besuche in Altenheimen einschränken, den Menschen nicht mehr erlauben, ihre Großeltern oder Urgroßeltern so oft zu besuchen, wie sie wollen, sie zu füttern, sie ihnen Trinken zu geben, sie in den Arm zu nehmen, sie zu trösten. Das ist unmenschlich und ein ganz schlimmer Angriff auf die Würde des Menschen, den wir nicht hinnehmen dürfen. Ebenso verhält es sich mit den verschiedensten Maskenpflichten, denn wir Menschen sind ein soziales Lebewesen, das auch nonverbal kommuniziert, in der Regel auch durch die Mimik, durch Lächeln, durch Lachen oder man kann auch sehen, ob der eine oder andere traurig ist und des Trostes bedarf oder ob er sauer ist und man ihn wieder runterholen muss. Das geht natürlich nur, wenn man die Gesichter sehen kann und darf. Und wenn das verboten ist, wird die Würde aller Menschen ganz massiv eingeschränkt und das soziale Leben unmöglich gemacht. Deshalb fordere ich alle verantwortlichen Politiker auf, diese Verordnungen, insbesondere auch die Maskenpflicht, und vor allen Dingen Maskenpflichten gegenüber Kindern sofort zurückzunehmen. Weil sie dadurch nicht nur die Würde der Menschen ganz stark beeinträchtigen, sondern auch deren Gesundheit. Vor allen Dingen die Gesundheit der Kinder wird dadurch ganz stark angegriffen. Also Artikel 2 Grundgesetz wird von diesen Politikern genauso missachtet. Das Kindeswohl muss immer im Vordergrund stehen und dieses Kindeswohl wird von unseren Politikern einfach übersehen. Das geht so nicht. Wir haben in unserer Bevölkerung nur 25% Kinder, aber das sind 100% unserer Zukunft. Und wir müssen dafür kämpfen, dass die Kinder gesund groß werden können und auch das normale soziale Leben lernen können in jüngsten Jahren. Und dazu ist eine Maske einfach absolut daneben. Wenn ich schon auf einem Kirchplatz stehe, möchte ich auch die Kirchenfürsten ansprechen. Ich habe gehört, dass sogar Bischöfe und Kardinäle ihren Pfarrern und Seelsorgern in unserem christlich geprägten Land verboten haben, normale Gottesdienste zu halten, ihre Seelsorge normal weiter zu betreiben, Altersheime zu besuchen und dergleichen mehr. Wir können auch solche Kirchenfürsten nicht gebrauchen. Alle Kirchen und nicht nur unsere christlichen haben ihre Gläubigen zu begleiten, sie zu trösten, ihnen Trost zu spenden, bevor sie sterben, aber auch nach der Geburt, ihnen beizustehen in jeder schwierigen Lebenslage
haben diese Geistlichen, egal welcher Religion sie angehören, ihren Gläubigen zur Verfügung zu stehen, und zwar rund um die Uhr. Das verlange ich einfach. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und euren Applaus und übergebe an Bernd Bayerlein. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, Karl, herzlichen Dank. Wir kennen uns zwischenzeitlich ja ganz gut. Wir sehen uns öfters an den Wochenenden. Brillanter Redner, haben wir jetzt wieder gesehen und hören können. Ich stelle mich trotzdem noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Bernd Bayerlein, bin 49 Jahre alt und aktiver Polizeibeamter. Ich war zusammen mit meiner Frau am 29. und 30.8. bei den Demos und in Berlin und auch vergangenes Wochenende in München, so auch gestern in Landshut. Aus aktuellem Anlass möchte ich deshalb in Bezug auf das polizeiliche Einschreiten meine eigenen Wahrnehmungen mal wiedergeben. Obwohl es ja das aktuelle Zahlengeschehen nicht hergab und weiterhin nicht hergibt, war für die Versammlungen in München und auch gestern in Landshut diese würdelose Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet, der Grundstein für einen nicht störungsfreien Verlauf war somit gelegt worden. Zumindest kann ich das für München in Anspruch nehmen. Gefühlt fanden dort durchgängig Kontrollen durch die eingesetzten Polizeikräfte auf der Theresienwiese statt. Und ein mir persönlich Bekannter, der mit Attest von der Maskenpflicht befreit war, der wurde auf der Theresienwiese sage und schreibe 4-mal kontrolliert. Ich bin schon deshalb froh, dass ich heute hier in Baden-Württemberg sprechen darf. Da geht es zumindest jetzt noch einigermaßen locker zu. Ich war in München selbst als Ordner eingeteilt und konnte mich von den friedlichen Demonstranten überzeugen. Sie haben alle vorbildlich den Sicherheitsabstand eingehalten. Es haben auch viele die Maske getragen und etliche hatten einfach eine Befreiung und sonstige Gründe vorzuweisen. Meine Frau, die eigentlich auch als Ordnerin tätig sein wollte in München, sah sich nicht in der Lage dazu. Nachdem sie diese massierten Polizeigruppen auf dem Gelände, auf dem Platz wahrgenommen hat. Und damit komme ich auch gleich zu Berlin. Meine Frau und ich waren unter den Teilnehmern bei der Spontan-Demo am Samstagnacht und befanden uns auch nach der dritten Auflösungsdurchsage unter den Teilnehmern. Von mir kursiert ja auch ein kleines Video im Netz unter der Überschrift Bernd Bayerlein wird von der Polizei abgeführt. Darauf ist lediglich zu sehen, dass ich völlig widerstandslos den Weisungen der beiden Polizeibeamten folge. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass diese kleine Videosequenz unter den Kollegen teilweise negative Kritik äußert. Ich möchte nur so viel dazu sagen. Bei dieser Veranstaltung unter lauter friedlichen Leuten habe ich mich rein in der Deskalationsrolle gesehen oder, wenn man so sagen will, in der Vermittlerrolle zwischen der Polizei und den Teilnehmern. Denn wie wir jetzt auch hier sehen können,
sind es ja zum großen Teil auch wirklich unerfahrene Demonstranten oder mehr oder weniger auch immer wieder Neulinge, die das erste Mal in ihrem Leben auf einer Demonstration sind. Mein Vorgehen, so habe ich im Nachhinein feststellen können, war zweifelsfrei richtig. Meine Frau hat einer älteren Teilnehmerin, die nachdem eine Menschenmenge zusammengeschoben wurde, von den Kollegen leider unsachgemäß zu Boden gebracht wurde und regungslos und ohne Bewusstsein am Boden lag, erste Hilfe geleistet. Ich war damit beschäftigt, den weitere herumfallende Demonstranten von dieser Frau am Boden liegenden Frau abzuschirmen. Und wir waren tatsächlich dann insgesamt 2,5 Stunden mit dieser Dame beschäftigt, die wir letztendlich mit ihrer Freundin zusammen in ein Taxi setzen konnten. Und dann sind sie ins Hotel gefahren. Zwischenzeitlich war auch ein Krankenwagen hier und der Sanitäter wollte der Frau partout eine Maske verpassen, obwohl sie Asthmatikerin war und natürlich entsprechendes Attest hatte. Dass so eine Frau nicht mehr mit ins Krankenhaus fährt, das dürfte klar sein. Die hat natürlich, nachdem das vehement die Maske gefordert wurde, hat die einen erneuten Panikanfall gekriegt. Das ist klar. Am Sonntagnachmittag hatte ich die Situation rein persönlich noch viel schlimmer empfunden. Immer wieder konnte ich Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten beobachten. Dazu dann noch diese bekannten Videos, die man anschauen kann mit der Schwangeren am Boden liegenden und die eine Frau, die mehrfach in den Rücken geschlagen wurde. Solches Verhalten, das ist einfach nicht tolerierbar und muss die vollen Konsequenzen haben. Da spielt es auch keine Rolle, was sich im Vorfeld zugetragen hat. Das ist unentschuldbar. Und damit ist diese Sichtweise von mir nicht Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte beispielhaft ein paar Kommentare von Kollegen vortragen, die mich erreichten. Und zwar eine hat mir persönlich als Teilnehmer geschrieben, ich bin derzeit auf der Demo in Berlin und schäme mich für meinen Berufsstand. Ein ehemaliger Arbeitskollege schrieb mir, ich bin froh, dass ich nicht mehr dabei bin. Meine Frau, mit der ich jetzt zwischenzeitlich 25 Jahre zusammen bin, hat in der ganzen Zeit ein immer positives Bild von der Polizei gehabt und auch vollstes Vertrauen in unseren Berufsstand. Seit Berlin ist dieses Bild jedoch zerrüttet. Mich stimmt aber trotzdem positiv, dass sich immer mehr Kollegen bei mir melden und mich bestätigen, und das aktuelle Geschehen auch hinterfragen. Entsprechend bitte ich euch auch darum, dass ihr das positiv seht und das auch zu respektieren. Ich bin nach wie vor auch wirklich überzeugter Ordnungshüter. Ich möchte an der Stelle auch die Kollegen und Kolleginnen in Schutz nehmen, die in Berlin an der Siegessäule oder an der Friedrichstraße eingesetzt waren. Das Vorgehen war ja, wie man jetzt zwischenzeitlich auch vernehmen konnte, zweifelsfrei politisch geleitet
und ich erachte es so, dass die einfach vor den Karren gespannt werden. Bei unzähligen Demonstrationen wie auch hier heute kann man sehen, dass wir einen vorbildlichen Veranstaltungsschutz genießen. Jeder kann wahrnehmen, dass wir aufgrund dieser Verordnungsgesetzgebung einer reinen Willkür ausgesetzt sind. Der Ernst Wolf hat in seinem jüngsten Vortrag treffend formuliert: Der Bürger ist es leid, wenn die Kriterien für die Aufhebung der Zwangsmaßnahmen immer wieder zugunsten der Beibehaltung geändert werden. Das kann man nur unterschreiben. Und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich die Empfehlung unseres bayerischen Ministerpräsidenten, geistigen Abstand von unsereins zu wahren, mehr als unpassend empfinde. Ich für mich kann jedenfalls sagen, dass ich noch im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Wir werden auch täglich mehr und ich werde mich auch weiterhin für das Grundgesetz und die bayerische Verfassung einsetzen. Darauf habe ich schließlich meinen Diensteid abgeleistet. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Bernd. Wir mussten in Berlin und in München erleben, wie weit es in unserem Staat schon gekommen ist und wie die Polizei bereits von politischen Kräften missbraucht wird. Hier in Ulm habe ich festgestellt, dass der Demonstrationszug wirklich vorbildlich durch die hiesige Polizei begleitet wurde. Das kann nicht besser gemacht werden, das war wie im Lehrbuch und es war ohne jede Einschüchterung irgendwelcher Versammlungsteilnehmer. Hier ist auch das Kommunikationsteam, das in Bayern Deeskalationsteam heißt, tatsächlich dabei und leistet die wichtige Arbeit, die die leisten können. Und deshalb gratuliere ich euch zu eurer Ulmer Polizei und bedanke mich bei der Ulmer Polizei für ihr vorbildliches Verhalten. Dankeschön. Hallo Ulm, grüß euch, hier ist München. Ich darf euch ganz kurz wirklich mal zur Ruhe bitten. Ich habe hier die 9-jährige Paula aus Neu-Ulm und sie hat mich gebeten oder uns gebeten, hier auf der Bühne kurz zu euch was sprechen zu dürfen. Und ich weiß und das wisst ihr alle und das wissen überhaupt alle, Kinderherzen und Kinderseelen und die Worte aus einem Kindermund sind unzensiert und sie lügen nicht. Und ich bitte euch, hört zu, was Paula euch sagen möchte. Hallo, ich bin Paula, bin 9 Jahre und in der 4. Klasse. Und ich will, dass alle Kinder keine Masken tragen müssen in der Schule. Mehr Sicherheit für Kinder, Masken ab. Mehr Sicherheit für alle, Masken ab. Ja, danke. Danke, liebe Paula, danke für den Mut. Und es kann nur der Mut sein, der auch für eure Kinder und die Eltern hier spricht,
Und ja, nochmal großes Applaus bitte, weil das ist genial, das ist toll. Das ist